soll es ja durchaus geben. Auf alle Fälle sehen wir jetzt auf Derek Roger in der rechten oberen Ecke von Team AA Marine Lord. Und in der linken unteren Ecke dann von Team Acer Bly. Ein Best of Five und das Beste natürlich Loser's Choice. Sprich, wer hier verliert, darf sich die nächste Map aussuchen. Und das trägt ja so ein bisschen auch in meinen Augen zur Spannung mit bei. Ja, was heißt so ein bisschen? Doch schon ganz gut, würde ich sagen. Marine Lord selbst mit der Barracks und dann dem Gas hinterher. Könnte also mit einem Reaper spielen. Duelict Watcher hat hier durchaus Möglichkeiten, wobei das hier täuscht. Das Cliff ist zwar groß, aber hier ist keine Sprungmöglichkeit. Einmal wegen der Lücke, die wir hier vorne haben und natürlich auch, weil die Wand einfach zu groß und zu steil ist. Trotzdem durchaus ein beliebtes Opening, was man hier wählen kann. Bin ich mal gespannt, wofür sich Marine Lloyd letzten Endes entscheidet. Sehr beliebt ist natürlich auch, dann einfach die Exe zu setzen, das Gas später zu holen und dann auf Aliens zu gehen. Was in diesem Fall jetzt erstmal nicht ganz so schnell passieren wird, einfach weil er kein Gas First gespielt hat. Macht auch nicht so viel Sinn mit Gas First und tatsächlich, man sieht es, der Reaper auf dem Weg. Und damit hat er ja nicht nur eine gute Möglichkeit für einen Scout, sondern ganz wichtig, er kann schon früh harassen im Zerg, die ein oder andere Drohne stibitzen, so zwei, drei Stück sind da auf jeden Fall drin, wenn man es gut macht. Auf der anderen Seite natürlich Blei, jemand, der selbst so alle Cheeses kennt, der ist mit allen Käsen gewaschen, wie soll man das sagen? Ja? Blei bestellt sich auch immer eine Pizza Quattro Formaggi. Käseplatte als Nachspeise. Nein, Blei kennt da schon eine ganze Menge an Cheeses, Dongs, All-Ins, was auch immer. Sieht jetzt mit seinem Overlord auch den Reaper. Dreht also entsprechend bei hinter diesem Fog of War, dass er nicht unbedingt sofort gesehen wird, was über den Highground natürlich trotzdem passieren kann. Aber man will den Overlord nicht unbedingt verlieren, trotzdem zum Beispiel mitbekommen, wenn hier irgendeine Attacke passiert. Und gerade hier das natürlich durchaus sinnvoll. Er wird dann die Factory sehen können, wenn er nach vorne fliegt. Das alles eben nichts Besonderes, dass man nämlich schnell dann die Aliens produziert. Ja, die Linge sind da und entsprechend macht der Reaper bisher keinen Schaden. Ja, man muss warten auf die Queen, man braucht diesen Range-Angriff, sonst wird das entsprechend schwierig hier mit dem Ganzen. Ja, da ist er, die Königin. Ja, und der gute Reaper auf der Flucht. Ja, auf alle Fälle Marine Lord mit dem schnellen dritten CC. Hat hier überhaupt keine Angst vor dem, was passieren könnte. Nämlich, dass Blei direkt attackiert. Ja, insgesamt, es ist Tag 1. Neuer Patch ist draußen. Neuer Balance-Patch. Mal sehen, was der hier bringen wird. Im Prinzip hat die Zerg-Spieler nur ein wenig beeinflusst worden. Ist es doch so, dass die Roaches sich im eingegrabenen Zustand nun deutlich schneller bewegen. Aber die Terraner, für die gab es eine Menge Änderungen. Magplay ist jetzt deutlich interessanter geworden und deswegen durchaus möglich, dass wir das hier sehen. Dafür wurde die Widowmine genervt. Macht jetzt Splash Damage. Also sie hat vorher halt auch Area Damage gemacht. Da gab es dann natürlich auch auf eine Unit quasi Schaden. Aber sonst quasi gleich. Jetzt ist es tatsächlich so, dass der Schaden von der Distanz abhängt. Das heißt, wie weit man von dieser Mine bzw. von dem Einschlagspunkt letzten Endes entfernt ist. Das heißt, so gesehen ein kleiner Nerf im Vergleich zu vorher. In diesem Fall noch keine Auswirkung. Tatsächlich nämlich mit Stim. Und was natürlich geändert wurde neben der Widowmine, Magplay im Sinne von Tanks schießen nun schneller. Plus die Upgrades, ja, die für die Schiffe und für die, ja, ich sag mal, Bodenfahrzeuge sind gleich. Das heißt, für Luft und Boden, für Mac, die gleichen Upgrades, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, ansonsten, Marine Lord schaut sich das hier gut an, konnte bisher noch nicht den gewünschten Schaden machen. Ja, keine einzige Drohne bekommen, aber er kann hier den Creep eindämmen, was auch schon sehr, sehr wichtig ist. Und, ja, schauen, scouten, die dritte hätte er hier vielleicht sogar, ja, hätte er verhindern können. Da hat sich Blei schön dran vorbeigemogelt.
Und natürlich aufpassen, dass hier keine Attacke kommt. Oh, 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 Blei. Schmuggelt sich auch hier einfach ganz dreist vorbei. Kriecht den SCV vorne und klaut ihm daraus nicht nur Mining Time, sondern scoutet, sieht, okay, da wird mit Steam gearbeitet. Da wird also ganz klar Bio gespielt. Entscheidet sich trotzdem für Roach Hydra, was auf dieser Map sehr beliebt ist, weil es eine sehr offene Map ist. Entsprechend kommt man da sehr gut mit ran auch. Einzelne Upgrades auf dem Weg und ja, Blei macht das schon sehr geschickt. Ja, schaut euch das an, die Schabe ja, stellenweise nach hinten gezogen, will wirklich möglichst wenig verlieren und den Gegner dann doch vom Creep hier vertreiben. Und die Zeit versucht er wieder gut zu machen, das sieht schon nice aus. Also Blei, der hat schon ein bisschen was drauf. Also ich vielleicht so ein bisschen von einem T-Low abgeschaut. Overlords vorne. Und dann den Creep-Tumor, damit er doch schnell wieder nach vorne kommt. Creep-Spread ist enorm wichtig für den Zerg-Spieler. Einfach, um selber nicht nur früh zu sehen, wann der Gegner kommt, sondern natürlich auch dieser Geschwindigkeitsbonus. Jetzt gerade Speed-Upgrade für die Roaches auf dem Weg. Ja, vor allem, wenn man Roach Hydra spielt, das Hydra-Speed-Upgrade wird dann sicherlich auch kommen. Vorausgesetzt, er spielt überhaupt Roach Hydra. Ich meine, einen Hydra, den habe ich so noch nicht gesehen. Was ich bisher gesehen habe, durchaus die Upgrades dafür. Er könnte sich natürlich umentscheiden, auch Swarmhost profitieren von diesen Upgrades. Ja, vor allem mit dem zweiten Attack-Upgrade ist das schon ein gewisses Commitment. Das ist jetzt nicht dieser Ling-Ultra-Style, den man sonst kennt von ihm. Jetzt gibt es die obligatorische Bleipause. Und das Interessante natürlich bei dieser Bleipause ist, dass... dass Blei... häufig so ein bisschen Probleme hat mit seiner Katze. Die springt ihn dann so ein bisschen auf der Tastatur etc. rum. Man muss ja pausieren und die Katze erstmal verscheuchen. Das ist auf jeden Fall das, was er dazu sagte. Ja, da kommt der Scan. Immer noch kein Hydra im Übrigen. Also wird es hier bei Roaches bleiben? Oder kommen dann tatsächlich irgendwie Swarmhost? Swarmhost allerdings eher was gegen Mech und weniger gegen Bio. Sehr schön gefällt mir auch, dass Blei wirklich versucht, seinem Gegner ja, das Leben schwer zu machen, indem er die dritte nochmal ein bisschen hinauszögert, auch wenn das hier ein Overlord kostet. Aber bisher steht Blei ganz gut im Spiel. Worker Count allerdings gleich, also auch Marine Lord hat hier momentan keine Probleme. Und man sieht... vielleicht eine Auswirkung des Patches auch. Statt Widowmines spielt er jetzt in der Tat Tanks. Hier kommt der Hydra im Übrigen. 2-2 Upgrades auch für Marine Lord. Ja, auch da Blei im Übrigen besser. Ja, zieht sich hier so ein bisschen zurück noch. Aber schafft es, dass der Missile Turret jetzt erstmal noch nicht gesetzt worden ist. Was Blei jetzt eigentlich machen müsste, genau, auf Drohnen und eine weitere Basis setzen. Plus weiter im Tech gehen, damit er auch die 3-3 Upgrades holen kann. Drohnen sind genug da. Also, vierte Basis. Genau, da kommt sie auch. Wunderbar, so steht's im Zerg-Handbuch. Expandieren, Map-Control ausnutzen. Es gibt jetzt keinen Grund, großartig Armee zu holen. Zumal Marine Lord durch seine dritte Basis jetzt erstmal selber ein bisschen passiv stehen muss. Andernfalls wird Blei dann schnell bei ihm einfallen können. Was er natürlich machen wird, ja, man sieht's auch, erstmal ein bisschen rausgehen. Ja, Blei nämlich eben daran hindern, dass er jetzt nur drohend, sondern gezwungen wird, Armee zu bauen. Er produziert tatsächlich gerade 13 Hydralisten, das so ein bisschen unabhängig von dieser Bewegung, die Marine Lord machte. Also bisher kommt er jetzt wirklich nur was an Drops, aber auch da steht Blei gut, sieht das, dürfte das gesehen haben mit dem Overlord, expandiert weiter und dann wird hier mit dem Hellion nochmal gescoutet. Er hat auch, genau, die Roaches unterwegs, also alles überhaupt kein Problem. Marine Lord bisher super, super passiv. Warum er trotzdem Units baut, natürlich, man will ja auch nicht von einem Angriff überrascht werden. Auch wenn Blei hier wirklich eine absolute Map-Control hat und ganz klar auch dieser Favorit ist in diesem Best of 5. Es stand ja seit gestern fest im Endeffekt, dass die beiden aufeinandertreffen werden. Das Finale gestern zum Qualifier nicht ausgespielt, weil jetzt in einem Best of 5 eben für dieses Turnier gespielt wird. Und der Gewinner kriegt 200 Euro. Sicher! Das heißt, ein Best of 5 ist 200 Euro wert und das ist erst der Anfang bei diesem Turnierformat. Ja, später gibt es dann noch ein bisschen mehr Geld. Jetzt haben wir Legs von Blei
die er hoffentlich beheben kann. Vielleicht gibt es die Pause einfach mal. Das wäre, denke ich, eine gute Idee. Vielleicht der Admin, wenn es Bly nicht selber schafft, oder Marine Lord. Als fairer Sportsmann. Sollte er rausdroppen, dann wird natürlich, ja, genau, Marine Lord als fairer Sportsmann wird natürlich das Spiel fortgesetzt. Bly im Übrigen natürlich auch den Hive-Tech unterwegs. Also das sollten wir hier festhalten, damit er mit 3-3 Upgrades kommen kann. Weiter 5 Depots im Übrigen gerade von Marine Lord, der im Supply-Block ist. Auch Bly mit 162 zu 162. Hat auch Overlords im Bau, bräuchte da aber noch ein paar mehr. Ja, die hier drüben hat sich ja Marine Lord gerade quasi einverleibt mit dem Dropship. Beziehungsweise ja, mit den Einheiten, die hier auch unterwegs sind. Sehr schön der Creed-Stretch von Bly, also man sieht das weiterhin. Ja, der hat große Teile der Karte unter Kontrolle, hat hier den Watchtower. Wenn man sich das mal anguckt, wo die Vision da ist. Ich zeige das mal so ein bisschen auf einer Minimap. Wir können gerade noch nicht scrollen, weil Bly wahrscheinlich sogar auslegen wird. Hat hier den Watchtower. Ja, nein, noch nicht. Also hat hier den Watchtower. Wir können mal kurz in seine Vision gehen. Ja, das sieht er alles. Das ist schon eine ganze Menge. Too much cheese potential, bro. Auch hier den Watchtower, der wird natürlich nicht kampflos aufgegeben. Also er sieht von diesem Hellion natürlich über das Dropship so ziemlich alles. Aber es scheint im Übrigen alles wieder in Ordnung zu sein. Hier, dieser Marine. Er wollte mit dabei helfen, dass die Overlords alle verscheucht werden. So, weiter geht's also. Ja, der Viking. Ah, tatsächlich nicht das Dropship, sondern der Viking hier schuld gewesen. Und dafür rückt er raus, gerade da, wo kein Creep ist. Das wird jetzt aber korrigiert. Jetzt geht's auf den Creep mit dem Scan zunächst. Darf man noch nicht zu viel Panik vorhaben. Reagieren muss man trotzdem drauf. Also so ein bisschen Creep-Spread verlieren tut nicht weh. Aktuell! Und dann ist nicht nur der Viking da, sondern auch der Drop hier vorne. Und Marine Lord macht das natürlich geschickt. Will hier nicht komplett den Kampf eingehen. Na, will jetzt erstmal sich nur ein bisschen Respekt verschaffen. Sollte auf jeden Fall auch warten, bis seine Upgrades fertig werden. So ist er jetzt 2-2 gegen 2-2. Hat er seinen Tank-Upgrade. Bly startet mit 3-3. Ja, und jetzt passiert genau das, was ich eben sagte. Bly startet die Konterattacke. Geht nämlich drauf, fällt ihm in den Rücken. Das zwingt jetzt Marine Lord zurückzulaufen. Er hat hier jetzt einen Tank stehen. Die Hydralisten, denen ist das nicht ganz egal. Die müssen zurück, weil der Tank hier eine Menge Schaden macht. Und zusätzlich der Drop. Ist Bly hier selbst nicht auf den Fight vorbereitet. Muss ihn jetzt aber nehmen. Da kommt er nämlich nicht weg. Und entsprechend macht hier Marine Lord massiv Schaden, weil sich Bly da verkalkuliert hat. Doppelt so viel verloren. Bly hat aber noch ein sehr gutes Income. Vor allem noch eine Menge Geld angespart. Das gilt es jetzt auszugeben. Er hat gerade das Ultralist-Cabin unterwegs, was ich überhaupt nicht verstehe. Hat vor allem auch viel Roach-Supply. Und da ist Marine Lord ihn natürlich überlegen. Warum er die ganze Zeit diese 3-3 Upgrades holt, wenn er jetzt doch die Ultra-Transition macht. Wäre er schon vorher mit anderen Upgrades kommen müssen. Jetzt sehr schönes Focus Fire auf den ersten Deck, auf den zweiten kriegt er raus, aber dann der dritte, die feuern alle mal. Viele, viele Roaches, die hier sterben. Marine Lord kämpft ja einfach effizienter. Bly noch nicht vorbereitet. Keine Infestoren, nichts jetzt. Und direkt die nächste Basis. Damit ist er zurück auf 3. Startet, will die Konterattacke, aber Marine Lord steht gut. Und tatsächlich schafft es Marine Lord mit diesem Push massiv viel Schaden zu machen. Auch er hat jetzt 3-3 gestartet. Kriegt er auch den Investor. Und Bly reagiert ja einfach sehr, sehr spät. Nachdem er das Spiel erst lange Zeit unter Kontrolle hatte, Marine Lord ihn komplett auf den falschen Fuß erwischt. Einen super Timing getroffen. Nämlich da, wo Bly überhaupt nicht vorbereitet war. Zwei Ultralisten und komplett quasi ohne Upgrades. Außer im Armor-Upgrade. Ja, kein Chitinous Plating unterwegs. Kein Melee-Attack-Upgrade. Überhaupt nichts in der Richtung. Marine Lord ganz klar vorne im Army-Supply überhaupt. 40 Supply vorne, selbst maxed. Droppt hier erneut und jetzt wird es natürlich langsam knifflig. Schön, wie er im Vorfeld gesplittet wird, damit auch ja kein Fangel trifft. Die Tanks sind als Backup und jetzt tastet er sich ganz langsam nach vorne. Also so wird's gemacht, so steht's im Bilderbuch. Bly versucht links über die Flanke zu kommen. Reload ist zur Stelle, hat die Tanks aber gesehen. Schon da kommt Bly hier nicht mehr wirklich gut weg. Wieder ein sehr, sehr guter Split.
im Vorfeld allerdings diesen kleinen Trupp abfangen können. Da kommt noch gut was nach von Marine Lord. Der hat das Spiel momentan sehr zu seinem Gunsten. Jetzt erst kommen die Ultralisken-Upgrades, aber das Ganze viel zu spät. Da ist das Kind schon fast in den Brunnen gefallen. Überall brennt jetzt die Erde. Hier der Drop in die Mainbase und zeitgleich dann der Bullshit Blei mit den Ultralisten da vorne. Marine Lord hat allerdings noch nicht die Marauder. Dafür die Ulis, aber nicht die Upgrades. Hinten die Tanks machen massiven Schaden und das wirft Blei wieder zurück. Der muss laufen. Der muss hier die Tentakel, die Fühler, was auch immer in die Hand nehmen, was die Schaben hier haben. Die kleinen Beinchen, dann hinten die Tanks und jetzt wird nochmal massiv draufgehauen, während die Medivacs alles am Leben halten. Weitere Panzer rollen nach und damit ist die Armee von Blei hier vernichtet. 15 Roaches hinterher an den Ultralisk und vor allem die Tanks ja mit gebufften Damage Output. Das heißt, seit heute nochmal um ein Vielfaches stärker. Den Ultralisken nimmt er trotzdem Marines raus, weil keine Upgrades. GG! Und das 1-0 für den Terraner. So schaut's aus auf alle Fälle. Das war das 1-0 für Marine Lord gegen Blei. Und das, meine Damen und Herren, haben wahrscheinlich die wenigsten genau so erwartet. Am wenigsten natürlich Blei, der das Spiel zunächst unter Kontrolle hatte, es ihm dann aber ganz klar entglitten ist. Roach Hydra ist stark, hat aber auch die Notwendigkeit, dass du entweder ein gutes Timing das Spiel im Midgame gewinnst. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Transition daraus extrem schwierig. Wir haben das eben gesehen, weil du eben nicht die Upgrades dann hast für die Ultralisken, weil du nicht die Upgrades hast mit Chitinous Plating, die Melee Attack Upgrade. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem entsprechend und das muss einem klar sein. Ja, auch nicht für die Broodlords beispielsweise. Das ist komplett für deinen Tier-3-Tech nicht. Da brauchst du entweder die Flieger-Upgrades oder natürlich auch die Ground-Upgrades für die kleinen Broodlings. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, was man da hat, wenn man Roach Hydra spielt. Jetzt soll es also auf die zweite Map gehen. Ja, und so steht es im Bilderbuch. Muri 2013, what the fuck? Ja, ich hatte viel mit Büchern und neben mir auch ein Bilderbuch zu tun auf meinem Flug nach Los Angeles. Nicht, weil ich selber in dem Bilderbuch geblättert habe, aber es sind ja auch Kinder im Flugzeug. Vielleicht kommt das daher, wer weiß. Auf alle Fälle, meine Damen und Herren, ich sehe gerade schon im Chat einige Leute wohl von dem Monitor begeistert. 240 Hertz hat das Ding, ja. Ohne Scheiß 240 Hertz. Könnt ihr im Übrigen gewinnen? Wie? Fragt ihr euch dann. Wie kann ich so einen Monitor gewinnen? Gute Frage, Mori. Was erzählen wir den Leuten? Ja, schaut am besten vorbei auf der Cup-Seite. Dort findet ihr auch natürlich das Grid. iso-cup.com und da habt ihr dann entsprechend alle Informationen auch zum Turnier. Ja, plus natürlich auch die entsprechenden Livestreams. Also iso-cup.com für die Turnierinformationen. So, was ist das nächste? Really Proud. Grubby im Übrigen natürlich auch dabei. Ja, der wird wann spielen? Wir gucken uns das Ganze vielleicht mal an auf iso-cup.com, wann er tatsächlich als nächstes spielen muss. Ja, hier ist es, die schöne Seite. Morgen im Übrigen gibt es auch noch ein Hearthstone-Turnier, was ich jedem Hearthstone-Freund aufs Herz drücken kann. Ja, morgen castet dann meine Kollegin Zoe, die dann auch unter anderem ein paar StarCraft 2 Spieler sich schnappen wird. Also ich habe da ein bisschen was organisiert. Ich sag nur, Grandpa Toss ist am Start. Jetzt startet mein Livestream hier schon automatisch. Genau, Grubby hier. Als nächstes dann TLO und dann Happy. Und erst um 200, um 300, 400 und das letzte Match um ganze 500 Euro. In diesem Sinne, schauen wir doch mal, wann es hier weitergeht. Admin. Loser's Choice ist die nächste Map. So sollte es ausschauen. Ja. 240 Hertz ist doch jetzt groß im Kommen. Und ändert ja nichts daran, weil das der Monitor hat. Weil Mori zwei Tastaturen. Warum Mori zwei Tastaturen hat? Weil er es kann. Ja, einfach, weil er es kann. Weil er auch nicht nur einen PC hier stehen hat. Genau. So schaut's aus. BlizzCon war im Übrigen super. Hab da auch einiges an Videologs veröffentlicht. Also das kann ich euch nur
empfehlen, da mal vorbeizuschauen auf meinem YouTube-Channel. Habe ich heute auch nochmal was hochgeladen. War nur ein kurzes Update. Es war heute, ehrlich gesagt, auch ein wenig stressiger, als ich gedacht habe. Direkt, ich meine, klar, wenn man eine Woche dann fast nicht da ist, weil man muss auch den Flug mit einkalkulieren, dann bleibt auch eine Menge liegen. Aber keine Sorge, Reiseberichte werde ich auch nochmal updaten soweit und auch den quasi Rest, also nochmal ein extra Video drehen. Ich habe auch nochmal ein Interview zum Thema BlizzCon, was ich auch nochmal hochladen werde, das mit Chris Sigetti. Im Übrigen auch sehr, sehr geil, also wer es noch nicht gesehen hat, einfach vorbeischauen, ihr wisst ja, mystarcraft.de, dort gibt es alle Informationen zum Turnier. Genau. Da ist der Invite. Wie gesagt, das Gewinnspiel findet ihr auf iso-cup.com. Ich glaube, das sagte ich schon. Was ihr dafür machen müsst, das können wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Klickt hier oben einfach auf Raffle, da kommt ihr dann dahin, auf diese tolle Seite. Und bekommt ihr auch noch ein schönes Video, wo der Monitor vorgestellt wird, der World First 240 Hard Gaming Monitor. Ja, so wäre es auf Englisch richtig. Also der welterste 240 Hertz Monitor überhaupt. Braucht nur diese Frage beantworten und dann könnt ihr teilnehmen. Braucht keinen Account, nichts. Ja, nur Name, Adresse, E-Mail. Aber die brauchen von euch logischerweise, weil ich meine, wie sollen wir euch sonst den Monitor zuschicken? Ganz im Ernst, ja. Funktioniert halt nicht, wenn wir nicht wissen, wohin quasi. Beziehungsweise nicht wissen, an wen wir uns da wenden sollen. Ja, das in diesem Sinne alles, was ihr machen müsst. Also, schaut vorbei, iso-cup.com und gewinnt. Ja, mit etwas Glück, dieses fette Formschildteil. Ich habe es hier vor mir auch stehen. Können wir nochmal schön tätscheln. 240 Hertz, das hat schon was. Ich muss sagen, das Bild sieht auch nice aus. So, Blei gegen Marine Lord im Best of 5. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach, natürlich nicht ganz. Ich muss gerade merken, ich muss vielleicht auch mal meinem Bot das neue Grid beibringen. Dann sollte das passen. Jede Runde ist ein Best of 5. Ja, wir haben ein ganzes wunderschön abendfüllendes Programm, meine Damen und Herren. Ja, das heißt, der ganze Abend nur für euch. Sollte laufen, oder? Sollte laufen. Sehr gut. Finde ich auch gut. Belche Vestige. Da ist es. Und da gehen wir live in 3-2-1. Jetzt zeigen natürlich auch an, dass das Ganze ein Best of 5 ist. Game paused. Wo Blei erstmal eine kurze Pause machen muss. Erstmal den Stream anschalten, Spawning Positions gucken. Oh, wait, ist ja eine 2-Spieler-Map. Und sagt vielleicht wieder die Katze auf die Tastatur. Passiert ihm häufiger mal. Game resumed. So, sollte also jetzt passen. Und dann können wir uns auch ganz auf dieses Spiel konzentrieren. Links oben in der Ecke auf Belche Vestige sehen wir von Team A Marine Lord. Und dann in der rechten unteren Ecke haben wir Kaldor. Was ist da los? Noch 52 Sekunden. Jetzt mach keinen Flachs. Verbindung zu Südkorea unterbrochen. Unterwasserseekabel, nein. Taucht gleich schon wieder auf, keine Sorge. Monitor und man schaut sich ruckelnde Streams auf Twitch an. Naja, man kann sich auch noch was anderes anschauen. Ich glaube, da sagt kein Spieler nein bei dieser Frage. Ja, und Blei hat da auch nicht viel zu sagen. Ja, werden natürlich sehen, ob es einen Rematch geben wird oder nicht. Da muss man natürlich Kontakt aufnehmen, ansonsten bleibt hier im Zweifelsfall noch der Restream. Ja, 240 Hertz Minecraft hat bestimmt auch ein bisschen was für sich. Ja, was kann man noch zu 240 Hertz Facebook checken? Oder 240 Hertz Twitter?
die Revolution. Oder mit 240 Hertz auf mein Starcraft surfen. Ja, das wäre sowieso wirklich cool. Ja, einfach drauf gehen. www.mystarcraft.de, meine Lieblingsseite. Gleich nach iso-cup.com natürlich, wo man ja im Endeffekt das Grid finden kann. Pur Kaldor. Nur rauslegen will er da nicht unbedingt komplett. Ja, ich glaube, es ist schwierig, dann jetzt nochmal Reed zu connecten. Aber im Übrigen, apropos reconnecten, auf meinem YouTube-Kanal Interview mit Chris Sigetti, der ja auch an StarCraft 2 gearbeitet hat, der mir sagte, ein Reconnect-Feature. Daran arbeitet man. Nur so als Info im Übrigen. Also das vielleicht mal anschauen. Habe ich Einfluss auf das Gewinnspiel? Nein, natürlich nicht. Das Gewinnspiel ist immer Zufall. He did too much workout. Wie geil ist das denn, bitteschön? Unkickable. Niemand traut sich, Kalde zu kicken. Ah, jetzt. Und dann gibt's den nächsten. Einer nach dem anderen. Jetzt Blei. Das sollte nicht sein. Ja, da lacht er erst noch drüber und dann hatte ja ihr mir schon Internetprobleme gehabt letzten Endes. Game paused. So, Spiel wird pausiert. Grubby möchte der Nächste sein. Er ist tatsächlich der Nächste, der spielen wird, im Übrigen. €300. Um so viel Geld spielt Grubby dann. Im Übrigen. Oh Mann. Aber er will natürlich erst Blei spielen, was natürlich Sinn macht. Denn dann hat er ja schon €200 sicher. Blei Next Map. Ohne Scheiß. Grubby ist manchmal so ein Troll. Oh, kommt schon der Nächste, der für ihn spielen möchte. Mann. Keine Scheiße, Jungs. Patch Day. Stimmt, so könnte man sich das erklären. Lass mich nochmal schreiben. What the fuck? Ah, das wäre natürlich absolut ärgerlich, sollte das der Fall sein. Rehost ist die Frage. Ich denke, das wäre in dem Fall das Beste. Ist ja auch noch nichts passiert. Wir haben 37 Sekunden gespielt. In meinen Augen im Übrigen die beste Entscheidung. Also jetzt einfach einen Rehost zu machen und dann ja, I go re my Internet, sagt Blei gerade. Kann ja gut sein, dass das der Fall ist. Patch, es gab einen Patch, jawohl. Natürlich gab es einen Patch, einen Balance-Patch. Ein Bilderbuch hat die Eigenschaft, dass nichts drin steht, ja. Und bei Kaldor war es der Blue Screen. Also, ja, Verschwörungstheorien vielleicht noch ein wenig beiseite räumen. Prost an der Stelle. Technik kann mal versagen, ja, bei jedem im Übrigen. Was auf dem Patch neu, was beim Patch neu ist, Moment. Was ist neu? Ja, Widowmine ist ein bisschen genervt vom Damage, dafür Tanks gebufft. Upgrades für Mech, jetzt für die Flugzeuge quasi vom Terraner, genauso wie die Bodenfahrzeuge. Wie soll man das sonst nennen? Ja. Ganz im Ernst.
Und das Oracle ist schneller geworden. Plus eingegrabene Schaben sind schneller. Und, ja, wenn du Cloaked Units mit Revelation aufdeckst, so gesehen, und sie sich dann unsichtbar machen, werden sie wieder sichtbar, wenn sie, ja, im Endeffekt sich nicht mehr unsichtbar machen. Mech-Upgrades. Ja, bei Mech-Upgrades denkt man ja mehr an Panzer und weniger an Vikings. Zwangsläufig. Aber gut. Sollte entsprechend passen und dann auch auch weitergehen. Im Übrigen, denke ich. Ja, nicht gewinnt, das Gewinnspiel im Übrigen vergessen. First game I played like on Korean server, sagte er. Also, Stand ist 1:0 für Marine Lord weiterhin. Grubby hat ihn gerade getrollt, den Calder, und sagte 1:1. So stimmt's ja nicht. Was ist das denn für ein Büro? Gute Frage. Wir haben mehr als ein Studio. Und zudem kann man natürlich noch einiges verändern an dieser Stelle. So, jetzt startet auch das Spiel. Das heißt, die Probleme offensichtlich behoben. Sprich, rein geht's in die gute Stube. Schauen wir uns nun an, ob die Spieler entsprechend mehr Glück haben. Wir sehen links oben in der Ecke von Team AAA Marine Lord. Und in der rechten unteren Ecke haben wir dann von Team Acer Bly. Also 1:0 für Marine Lord. Nach einem sehr guten Spiel. Bly allerdings offensichtlich mit Problemen, die sich jetzt allerdings hoffentlich erledigt haben. Ja, willkommen im Internet. Ändert natürlich dann auch im 240 Hertz Monitor nichts dran. Aber sagt, ihr habt die Chance einen zu gewinnen auf iso-cup.com. You should play Protoss. Ja, auf jeden Fall haben die scheinbar ihren Spaß, was Protoss angeht. Grubby ist nicht ganz amused. Aber schließlich ist er ja selber Protoss. Das nächste Spiel, also entweder ein PvT oder ein PvZ. Wir haben das Line-Up natürlich so ein bisschen zusammengemixt, dass wir möglichst Mirror-Matches vermeiden. Denke, das ist in eurem Interesse. Überhaupt, denke ich, ein geiles System. 1400 Euro an einem Abend ausgespielt. Ja, da müssen andere einen ganzen Monat für arbeiten. Ja, und ich kann euch sagen, aus sicherer Quelle, das hat mir ein General gezwitschert. Der hat sich über die Upgrades, über die Patchnotes im Übrigen sehr gefreut. Wieder im Übrigen Marine Lord mit dem Reaper, obwohl er vorhin dann nicht den gewünschten Schaden mitmachte. Bly sieht nur, ja, im Prinzip den Wall. Die Barracks hat er selbst nicht gesehen. Da hätte er sich die paar Zentimeter eigentlich auch noch geben können. Wird aber jetzt den Reaper sehen mit dem Overlord. Und damit weiß er ohnehin Bescheid. Also da ist es dann letztlich auch egal. Weiß er, ein bisschen mehr Zeit wäre das ein Marine gewesen, müsste man sich davor fürchten, dass dieser Overlord hier abgeknallt werden könnte. So kann er sich da jetzt noch relativ frei bewegen, um zum Beispiel dieses Command Center zu scouten. Das wäre nochmal wichtig. Wie eben im Übrigen Bly auch wieder mit den Lingen im Bau. Die sind jetzt aber noch nicht da, einfach weil der Reaper auf dieser Map ein Stück weit schneller dann da ist. Jetzt sind die kleinen Hüpferlies da. Welche Vestige tatsächlich eine der kleinsten Maps im Übrigen. Ja, und was hat sich noch geändert heute? Auch ein neuer Ladder-Map-Pool. Hier allerdings wird noch mit dem alten Map-Pool gespielt.
Ja, um natürlich den Spielern auch mal eine Chance zu geben, sich dann erstmal an die neuen Maps zu gewöhnen. Ah, da kommt Speed Upgrade für die Zerglinge und wie vorhin auch Marine Lord am Expandieren. Jetzt allerdings statt der schnellen Dritten erstmal mit zwei weiteren Barracks. Sicherlich auch die Map ein Grund dafür. Grubby im Übrigen die ganze Zeit als Observer mit dabei. Der möchte sich das sicherlich so ein bisschen auch anschauen, wie seine Gegner spielen, auch wenn es nicht sein Matchup ist. Aber man bereitet sich ja so gut es geht auf seine Gegner vor und möchte jetzt schon schauen, inwiefern da irgendwelche Vorlieben da sind. Im Übrigen sehr wichtig, dass dieser Reaper hinten drin bleibt und nicht mit nach vorne geht. Ansonsten könnte man mit einem Paling, mit einem Run-By diesen SCV kicken und dann hätte man das Command Center hier im Endeffekt nicht hochziehen können oder es wäre delayed worden. Und da kommt's. Leertech von Bly. Marine Lord erstmal unterwegs, erstmal raus. Steamer da auch unterwegs. Ja, Bunker dann entsprechend hinten safe. Also, dass er jetzt auch rausgehen kann, auch mit beiden Reapern. Bly hinten mit der Queen. Die hat schon ein bisschen Schaden gefressen. Und die Reaper zwar auch, aber der regeneriert sich ja relativ schnell und gut. Und das möchte ich jetzt nochmal schauen. Sieht dann, dass der Layer hier unterwegs ist. Und dann sind die Linge mit Speed natürlich auch vor allem auf dem Creep. Die schnellsten Units so gesehen im Spiel. So dass er da auch gar nicht wegkommt. Baneling Nest von Bly. Diesmal vielleicht die etwas andere Strategie. Und nicht mit Roaches und nicht mit Hydralisken. Auch wieder hier den Creep am Spreaden. Also da könnte ich mir vorstellen, dass durchaus eine Queen nach vorne läuft. Jetzt allerdings erst vielleicht noch ein bisschen abwarten ist. Aktuell ist der gute Mann noch im Supply-Block, hat die Linge mit dabei und die suchen hier eine gute Position, versuchen sich die Unit zu schnappen. Die Queen jetzt schon gut rausgelaufen zunächst einmal. Ja, und man sieht tatsächlich, also er arbeitet hier mit allen Tricks, den Creep-Tumor zu platzieren und das will man verhindern und das schafft Marine Lord auch. Da war Bly vielleicht ein bisschen zu gierig mit dem Creep-Spread, es kommen aber tatsächlich jetzt die 1-Sensor-Upgrades für die Melee-Units, nicht für die Range-Units. Sprich, für die Linge, für die Bane-Linge. Damit fällt auch die Ultralisten-Transition deutlich einfacher. Und für den Marine Lord sehen wir Minen und keine Tanks. Also beide Spieler hier durchaus mit einer gewissen Varianz mit dabei. Neuer Versuch jetzt. Ja, man kann hier vorne auch nochmal Creep-Tumor setzen und dann ist man im Endeffekt fast schon wieder genauso schnell. Bly hat es wieder geschafft, seine dritte hochzuziehen, beziehungsweise in Bau zu geben. Spielt jetzt allerdings mit Spire. Das macht er, um hauptsächlich auch gegen Drops zum Beispiel klarzukommen. Ja, die auf Belche Weste sehr, sehr stark sein können. Vor allem hier wird dann gerne mal gedroppt. Stellt selber erstmal sicher, dass hier noch keine dritte platziert worden ist. Und da kommt der nächste Creep-Spread-Trick. Also das hat Bly schon sehr, sehr gut drauf. Allerdings Marine Lord in der Nähe kann das durchaus verhindern. Stim ist fertig, Combat Shield noch nicht. Und schön, wie er sich hier einzelne Units von ihnen abgreift. Quasi den Nachschubweg belagert und damit verhindern möchte, dass hier was weiteres kommt. Baneling Speed ist gleich durch, nur Banelinge, die hat er noch nicht. Die müsste er erst morphen. Worauf wartet er, ist die Frage. Will das Gas ja eigentlich für die Mutilisten letztlich haben. Aber jetzt hat er da nicht so die Units. Morph tatsächlich zwei Banelinge. Ganz im Ernst, zwei Banelinge, als ob die jetzt gerade einen Unterschied machen. Reload ist zur Stelle und macht massiven Schaden. Holt sich hier nicht nur die Drohnen, sondern auch die Edgy. Und da hat Bly zu hoch gepokert. Und jetzt muss er die Rechnung begleichen. Verliert diesen Poker also quasi, weil er keine Banelinge bauen wollte, weil er das Gas aufheben wollte für Mutalisten. Ja, und da kommen sie jetzt auch gekullert, die Banelinge. Die hat aber die Mine! Oh, was ein Minentreffer! Nimmt hier tatsächlich alle Banelinge raus. Bly jetzt in Riesennöten. Weniger Worker, massiv verloren in den Fights. Zu gierig gewesen, dritte verloren. Und dann kommt Marine Lord.
Das ist eigentlich ein Push, der dich nicht töten darf. Ja, der eigentlich gar nicht so viel Schaden machen darf. Aber in diesem Fall reicht das hier sogar schon aus, um einen viel zu gierigen Bleie zu bestrafen. Und schön eingeladen. Schönes Micromanagement vom Marine Lord. Reagiert hier gut drauf. Nimmt eine Evo-Chamber raus, verhindert damit, dass es das zweite Tech-Upgrade kommt, was vor allem für die Linke sehr, sehr gut ist. Blei jetzt mit Borrow, weiß gar nicht, wie ihm gerade geschieht, denn da kommt schon der nächste Drop. 15 Worker nun insgesamt, also 6 mit diesem Drop nochmal mitgenommen. Wieder ein hervorragender Minentreffer, 6 Linge bekommen und dazu der Push wieder auf die dritte. Also Marine Lord spielt hier unfassbar stark, hat hier Blei komplett unter Kontrolle. Und der weiß da überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Die Queen noch mitgenommen, bevor sie überhaupt den Wehr da erreichen kann. Doch die nächste Queen, die muss dran glauben. Fast schon! Wow! Was eine Reaktion, wie er dort die Bane mitnimmt. Will die Queen auf jeden Fall 2 Lebenspunkte nur noch verbeamt. Jetzt kommen die Mutalisten. Natürlich sehr spät, um diese Drops abzuwehren. Aber das ist einfach der Grund, warum er vorhin gepusht hat. Und da merkt ihr schon, das ist so ein kleiner Schneeballeffekt. Dritte rausgenommen, vorher angegriffen. Bleis Mutilisken verzögerten sich, obwohl er eigentlich zwischendurch das Geld dazu hatte. Also da muss man auch sagen, klar, Fehler von Blei, dass sie dann tatsächlich erst so spät kamen. Und entsprechend macht er da richtig Schaden. Klar, der Minentreffer war hart, machte eine Menge Schaden, aber auch das ist vermeidbar. So geklumpt, wie er da ist. Und Minen sind ja gerade erst genervt worden. Jetzt geht's weiter voran mit den Einheiten. Mit dem Scan natürlich auch immer wieder über den Creep. Marine Lord hat die dritte und Blei nicht. Und es ist auch schwierig, diese dritte jetzt zu halten, wenn Marine Lord weiter so ein gutes Micromanagement zeigt. So massiv vorne im Supply. Hier ist diese 2-0-Führung auf jeden Fall verdient. Man sieht, er gräbt die Minen ein, quasi ein Stück weiter hinten, um sich dann im Zweifelsfall zurückziehen zu können. Da kommen die Mutalisken nun, wollen da aber natürlich nicht einfach gegen die Marines, die im Vorfeld schon gespreadet werden, antreten. Das ist eine sehr hässliche Position. Schaut euch das mal an, wie er hier im Vorfeld schon richtig gut splittet und Blei weiß nicht, wie er den Kampf eingehen soll. Jetzt passt er mal kurz sich auf und dann ist da ein sehr guter Baning-Treffer. Alle Marines quasi miteinander connected, also verbunden. Dafür aber auch der Drop. Dann hin und jetzt wieder die Minen. Nehmen gut was mit, aber nicht genug. Blei hat den Overseer, sieht damit also auf die Minen. Aber dieser Drop in der Mainbase, der tut jetzt richtig weh. Kein Mining mehr in der Mainbase. Und wenn er Pech hat, ja, er verliert nicht nur die Makro-Hedge. Aufgepasst! Jetzt die Mailinge! Wieder gut getroffen. Marine Lord pennt und verliert den kompletten Drop. Ob das Blei hier schon reichen würde? Er hat schon im Vorfeld einfach zu viel verloren. Ist runter auf 34 Drohnen im Army Supply. Sieht's auch nicht viel besser aus. Und so kann natürlich, so muss Marine Lord die ganze Zeit drücken. Er hat den Pool über den Drop verloren, hat immer noch eine Widowmine. Kann also weder Queen noch Zerglinge nachbauen. Und die bilden ja quasi das Rückgrat. Also da kommt erstmal nichts an Zerglingen nach. Er kann oder könnte nur Mutalisten holen. Ein paar Banelinge. Das hat Marine Lord hier noch nicht ganz erkannt, dass das jetzt eigentlich seine Chance gewesen wäre, hier nochmal richtig durchzuziehen. Weil Blei hat ja im Prinzip nichts. Ist dazu auch noch im Supply-Block, also er hat massive Nöte. Jetzt geht's nochmal zur Mainbase, die dritte mal wieder komplett denied. Und die Natural gibt quasi auch nicht mehr viel her. So gesehen muss Blei hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht. Schaut euch das Income an. Also da muss er nochmal so ein paar gute Baning-Treffer wirklich landen können. Apropos, ja, da versucht das. Aber er muss es, er muss versuchen. Er muss Risiken eingehen, nur gelingt das in diesem Fall eben nicht. Ja, und dann weiter der Stim. Ja, trifft hier auf die Einheiten, bevor die Banning Gustavs gemorpht sind. Versucht hier noch so weit zu splitten. Die Widowmines mit am Start. Blei nimmt eine raus, aber er hat zu wenig. Er hat einfach runter raus, zu wenig, um hier was zu machen. Jetzt kullert sie und das ist wieder ein verdammt genialer Minentreffer. Und damit hätte man eigentlich auch rechnen müssen im Endeffekt.
Overseer rausgefokust, fehlt also komplett. Sodass die Mine hier weiterhin steht. Und dann gibt's Nachschub in Form von Marines mit 2-1er Upgrades, 3-2 ist unterwegs. Blei selber kam nicht dazu, noch weitere Upgrades zu holen. Es fehlte das Geld. Na, scannt hier auch natürlich nach Landminen beispielsweise. Blei auf dem Vormarsch. Und dann nimmt wieder eine Mine hier gut was raus. Im Endeffekt wird es schwer, das jetzt nochmal zu halten, diesen Push. Vor allem, wenn der Terraner sich gut positionieren kann, gut eingraben kann. Kommt hier über rechts, kommt über links. Und der Minentreffer war diesmal zwar nicht so gut, aber die Marines sind gut gesplittet. GG! 2-0 für Marine dort. Ja, das war nicht ganz so pralle für den guten Blei. Da wurde er schon ziemlich vermöbelt und das, weil er im Early Game zu gierig war. Und dann, hab's gesagt, dieser schöne Domino-Effekt, ja, Schneeball-Effekt, fällt der eine um, reißt er den Rest quasi mit in den Tod. Und das war genau das Problem. Ja, Push kam, dann kamen die Mutalisten zu spät, um die Drops abzuwehren. Er hat ihn zu Tode gedroppt und noch vieles mehr. Also im Endeffekt große, große Probleme für Blei in diesem Spiel. Er wollte die dritte da nehmen, beziehungsweise wollte auch immer wieder gierig Creep spreaden. Wollte vor allem nicht Baneninge morphen, weil er das Gas sich aufsparen wollte. Er hatte ja die Armee die ganze Zeit gesehen von Marine Lord, aber wirklich nachgebaut hat er da nicht. Sondern er hat gedacht, ja, der zieht eh nicht durch, der zieht eh nicht durch, das mache ich schon irgendwie. Ja, da hat er durchgezogen und Blei stand dann scheiße. Keine Units da, also da ist das im Endeffekt vorbei gewesen. So, also. Wie schaut's aus? You'll be fine, I know, without my trolling. Ach, der gute Grubby. So, schauen wir doch mal. Also, minuscup.com für das Gewinnspiel. Ah, einfach immer schön mitmachen. Zip. Da seht ihr nämlich auch alle Streams, die dieses Turnier hier live übertragen. Ihr seht das komplette Line-Up, auch in welcher Reihenfolge gespielt wird mit dem Preisgeld. Ihr seht auch das wunderschöne Raffle quasi. Hier gibt es einen Monitor zu gewinnen, und zwar den FG 2421 Gaming Monitor. Alles, was ihr dafür tun müsst, einfach nur das Formular auszufüllen und schon seid ihr dabei. Sehr gut. So, was ist die nächste Map? Wir werden sehen. Auf jeden Fall machen wir eine kurze Pause und dann sind wir wieder für euch da. Hier beim ISOC. So, zurück sind wir. Und jetzt habe ich im Übrigen auch gerade meine Chatbefehle geupdatet. Sprich, die Chatbefehle im Sinne von Ausrufezeichen Grid, Ausrufezeichen Raffle. Ja, da erfahrt ihr natürlich dann auch alle Informationen über das Grid, über das Turnier oder entsprechend auch über das Raffle. Nämlich einen wunderschönen ISO-Monitor gibt es zu gewinnen. Ja, und natürlich noch vieles mehr, was ich euch ja am liebsten alles ankündigen würde. Ich habe einen kleinen Videoblog gemacht, damit das jetzt nicht alles in den Rahmen sprengt und ich mich dazu nicht zu oft wiederholen muss. Das Ganze auf meinem YouTube-Channel. Ja, ihr kennt Eason sicherlich. Mori09TV auf YouTube. Ja, allgemein ja auch die ganzen VODs, die ich dann morgen auch direkt hochladen werde. Sorry, also, dass da am Wochenende nicht so viel passiert ist, aber da war ich auf der BlizzCon, dafür aber sehr tolle Interviews entsprechend hochgeladen. Ja, sehr schöne Grüße aus der Community. Sehr schöne Grüße natürlich auch von meiner Wenigkeit, wo ich das gerade so lese. Kauft euch Whitefire-Anteile.
gutes Stichwort. Und irgendwie backt gerade mein Battle.net ein bisschen rum. Weiß da nicht, was hier los ist. Ah, the game is currently full or no longer available. Was zur Hölle machen die da denn schon wieder? Oder was macht das Battle.net? Never play on a patch day, so heißt es doch. Aber jetzt haben wir's. Jetzt sind wir drin in der Lobby, neuer Versuch. Neues Glück, dann können wir auch gleich durchstarten mit Bly und Marine Lord. Der stand momentan eben 2-0. Ja, der Chat auf jeden Fall gesittet, das sehe ich auch. Genau. Befehle sind geupdatet und ja, hallo auch Monty, der es gerade auch nochmal versucht. Falls ich dich gerade ignoriert habe, dann war das bestimmt mit voller Absicht. Ne? Hab dich auch vermisst. Aber BlizzCon war geil. Also, wirklich. Scheiße, ich muss gleich nochmal rüberlaufen. Ich glaube, die habe ich mitgenommen. Ja, ich werde das in der nächsten Pause mal prüfen. Dann läuft's. Euch ein paar Überraschungen mitgebracht aus den USA. Sollte passen also. Ach ja. Mori, magst du Maggi? Definiere Maggi und mögen. Also als kleines Kind habe ich mir das auch immer unendlich oft in die Suppe geschüttet. Ja, dann hatte ich langsam Ahnung von Kochen und habe das sein lassen, aber so ein bisschen Maggi, ganz im Ernst, spricht überhaupt nichts gegen. Am besten zu Ostern. Ostern ist eigentlich der Maggi-Verbrauch am größten. Warum? Ganz im Ernst, zu Ostern, ne, die hart gekochten Eier mit Maggi, super. Ja? Das ist bei uns da schon ein bisschen eigentlich fast Familientradition, wenn man denn so möchte. Weiß nicht, da muss es doch noch mehr, ich kann doch nicht der Einzige sein, oder? Oder wir können doch nicht die einzige Familie sein, die da so verrückt ist. Muss doch noch mehr Leute geben, die zu Ostern sich Maggi aufs Ei hauen, oder? Ganz im Ernst. Könnt euch ja melden auf facebook.com/mori09 oder Twitter mori09tv oder ihr schreibt mir auf mystarcraft.de einfach in die Kommentare, falls ihr euch auch als kleines Kind oder vielleicht sogar heute noch Maggi aufs Ei gepfeffert habt. Weiß auch nicht, warum die Frage so interessant ist, aber ja, ich glaube, da hast du deine Antwort. Kann man auf die Spiele wetten? Natürlich kann man das auf mystarcraft.de. Bly und Marine Lord haben auch einige Leute gewettet. 83% sind im Übrigen für Bly. Und damit liegen sie momentan nicht ganz so richtig. Auf alle Fälle, hier sind wir dann auf Frost und sehen in der linken unteren Ecke von T-Racer Bly. Und rechts oben in der Ecke von Team AAA Marine Lord. Stand 0-2 aus Sicht des Ukrainers. Und jetzt ist es interessant, jetzt startet tatsächlich Marine Lord mit dem schnellen Gas. Also vielleicht jetzt einen sehr, sehr schnellen Attack. Also cheesen können sie beide ja im Übrigen. Diesmal auch eine Vierspieler-Map. Cross-Position, das ist im Übrigen gut auch für den Terraner, dass Bly ihn da nicht sofort mit den Overlords findet. Also da hat er einen kleinen Vorteil, was das angeht. Salz gehört auf Sei. Ja, na, Maggi ist besser. Maggi schmeckt nach Maggi-Kraut, nicht umgekehrt. Ich glaube, es ist eigentlich umgekehrt. Ich glaube, dass das Kraut so gezüchtet worden ist. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht sicher. Da informiert euch mal. So genau habe ich mich damit aber noch nicht befasst, aber ich glaube, es ist eigentlich umgekehrt sogar gewesen, dass Maggi eher da war. Wie war es mit dem Aufstehen am nächsten Tag? Warst du ausgeschlafen? Heute ist der nächste Tag und ich bin da, oder? Also, ich bin ja gestern erst angekommen. Ach ja, auf alle Fälle jetzt wieder die Reaper unterwegs, um hier Schaden zu machen. Auf Frost, ja, sehr gute Möglichkeiten im Übrigen mit dem Cliff. Also hier, ja, kannst du überall springen, ab hier dann nicht mehr. Hier ist es dann wieder zu hoch. Ja, aber auch im Zweifelsfall hier hinten, was eher interessant ist, wenn man von hier hinten eher wegkommen möchte. Ja,
hat den Reaper, beziehungsweise hat den SCV mitgezogen und will da einen Bunker platzieren. Das sieht Bly sofort. Hat auch wieder Gutlinge geholt, aber man sieht schon, der SCV in guter Position. Da muss er jetzt ein bisschen gucken, dass er es auch schafft, möglichst den SCV dort vorne zu halten. Vision ist auf dem Highground da, sodass der Reaper sich auch um die Linge kümmern kann, aber er muss canceln, muss quasi nochmal neu ansetzen. Aber man merkt schon, der Reaper hat jetzt auch schon ein paar Kills gesammelt, aufgepasst, aber jetzt, wo die Queens da sind, klappt das eben nicht mehr. Deswegen gute Entscheidung von Marine Lord, sich hier zurückzuziehen, hat 25 Mineralien verloren. Und dafür aber die Linge getötet, also das alles in Ordnung. Das sind also die 50, ein Tausch, der durchaus machbar ist. Klar, ein bisschen Mining Time durchs SCV verloren, das ist natürlich dann nicht ganz so gut. Soll aber kompensiert werden durch diese schnelle dritte Basis letzten Endes. Da wird es wieder einen Add-on-Switch geben. Ja, das ist so der Unterschied, man hat quasi die Wahl, ich kann das gleich gerne nochmal zeigen, in dieser frühen Phase. Wenn du da expandiert hast, wenn du die Factory holst, hole ich im Anschluss zwei weitere Barracks oder hole ich das Command Center. Das sind die Optionen, die du hast. Hier kommt er nicht weg, das sollte ihm klar sein, aber von oben kommt die Queen. Und Bly, Marine Lord versucht sie da noch. Wow! Wie knapp war das denn? Lang zu Micron. Klappte aber nicht mehr ganz und damit ist die Reaper-Bedrohung erst einmal gelöst. Den Reaper noch hinten am Bunker. Jetzt wird weiter die Wall natürlich zugemacht, während Bly klar auch gucken möchte, was hier beim Terraner so passiert. Versucht einen SCV rauszunehmen, den Bunker zu delayen. Das gelingt hier sogar. Schafft das auch bis in die Mainbase? Nein, schafft er nicht. Jetzt sind die Hellions da. Sieht nur, dass Stim gestartet wurde, wenn er da aufgepasst hat. Dritte Basis jetzt also von ihm. Dürfte aber noch keinen Schimmer haben, dass hier nicht die Barracks gebaut wurden, sondern das CC eben. Wobei, er hat keine Marines gesehen und das könnte schon so ein bisschen darauf hindeuten. Alles in allem, ja. Diese Zeichnung Magi-Count entstand aufgrund der Geschmacksähnlichkeit der Magi-Würze. Habe ich doch gesagt, das war aus der Richtung. Ha. Quelle Wikipedia. Dö. Bly jetzt den Leertech. Bisher muss man sagen, kommt Marine Lord wieder sehr, sehr gut ins Spiel rein. Ja, ist wieder unterwegs, möchte den Creep Spread hier wieder so ein bisschen delayen. Weitere Hellions kommen dazu und Micro das Ganze auch sehr, sehr schön. Ja, immer so ein bisschen patrouillieren. Bly macht das aber auch geschickt, will über das Cliff. Dann hier zack runter, vielleicht wieder mit dem Overlord. Da wird auch immer wieder geschaut. Man sieht, der Creep verbreitet sich im Endeffekt hier quasi. Das will man ja genau das verhindern. Und sehen, sollte eine Attacke kommen. Bly wieder mit den Link-Upgrades. Also wieder nicht wie auf Map Nummer 1 noch mit Roach Hydra, was ja eben auch Sinn macht, wie bereits erwähnt. Und hier, dann den sollte er sich schnappen, Marine Lord. Da müsste er eigentlich reagieren, jetzt aber zu spät. Und da ist es passiert, der Tumor ist da. Und auch hier hat er ein bisschen gepennt. Bly dazu auch noch Linge rausbekommen. Also genau das, deswegen hast du eigentlich deine Einheiten hier, damit sowas zum Beispiel nicht passiert. Denn man sieht ja auch Baning Nest im Bau. Da können dann vielleicht böse Baning raus passieren. Jetzt aber kriegt er für eine Queen. Beinahe auch unbeabsichtigt dann die Tumore verliert. Zwar ein Hellion, aber die Queen in dem Fall ist schwerwiegender. 14 weitere Drohnen. Wieder Spire, also wieder ähnliche Situation wie eben auch, nur dass Marine dort eben nicht so einfach rausgehen kann. Und jetzt ist das Depot sogar unten. Das Depot ist unten und die Linge kommt durch. Muss nochmal hochbauen das Ganze und die können sich hier durchaus noch ein SCV schnappen. Auch hier die Hellions gerade verloren, dafür eine Queen mitgenommen. Das lief sehr gut für Bly gerade. Jetzt kann er nämlich erstmal schalten und walten und er kriegt vor allem die Mutualisten aus. Also ein komplett anderes Spiel. Ja, weil er eben nicht diese beiden schnellen Barracks gebaut hat, sondern dafür das dritte CC, hatte er jetzt nicht die Units, um wie eben zum gleichen Push anzusetzen. Dazu Frost natürlich auch eine deutlich größere Map. Ist also naheliegender. Die Laufwege sind länger für die Units. Ja, sind weiter und da muss dann natürlich man überlegen, ob man dann nicht vielleicht sogar selbst schneller das Ganze baut. Im Sinne von eine Expansion baut.
Die Linge kommen auch nochmal rechtzeitig, um zu verhindern, dass hier das Teil landen darf. Gefällt mir gut, wie Bly sich jetzt hier versucht, aus der Affäre zu winden. Marine Lord auf 97 momentan Supply Block gewesen, hat das Comet Shield unterwegs, 2-2 Upgrades. Bly jetzt mit Mutalisten. 8 Stück hat er schon, 2 weitere sind im Bau. Also 10. Viel mehr sollten es dann aber nicht werden, so zwischen 8 und 10 eigentlich. Für Drop-Abwehr. Wenn der Terraner pennt, kann man auch ein bisschen harassen. Aber alles in allem hauptsächlich einfach auch für die Map-Control, die du da mit Lingen und Mutalisten einfach hast. So, stimmt sich nach. Ein Baneling zu wenig, um da was auszurichten. Den kriegt er auch noch, den will er auch auf jeden Fall. Würde auch gerne die Mutalisten haben, aber zu weit rausrennen ist halt riskant. Hätte Bly hier noch Einheiten in der Nähe gehabt, das muss erstmal geprüft werden. Deswegen auf der Karte unterwegs. Bly hat die Watchtower, Bly fängt auch wieder mit einem guten Creep-Spread an. Hat Banelinge da, hat das Speed-Upgrade durch 2-2, E1 Attack-Upgrade und holt tatsächlich auch weitere Mutalisten. Da muss man sich drauf einstellen, zum einen mit Widowmines, zum anderen mit weiteren Turrets und genau das passiert hier auch. Also hier kommt ein zweiter Turret mit dazu. Hier ist das auch schon so halbwegs abgedeckt. An der dritten gerade noch, ja, da wird nachgebessert. Dann sollte das mit der Muta-Abwehr auch soweit passen. Also man sieht dann insgesamt 4 Turrets. Plus die beiden, die dazukommen, sind 6. Und genau da sind gerade die Mutalisten. Holen sich die Mine, bevor diese sich eingraben kann. Bekommen hier auch die SCVs, die gerade die Depots hier bauen. Also, alles in allem gelungen, wenn man da wegkommt und keinen Mutalisten verliert. Ist das alles in Ordnung? 7 SCVs sind es gewesen. Trotzdem im Worker-Count beide Spieler gleich auf. Man muss natürlich aufpassen, vor allem mit diesen Upgrades mit 2-2, darf da nicht verpennen, auf den Hive-Tag zu gehen, also auf Ultralisten zu gehen. Also ich finde das so ein bisschen zu viel an Mutalisten, weil die im direkten Fight nicht gut sind und das war gerade teuer. Ja, 100 Gas jeweils. Wie will er dann den Kampf nehmen? Also da muss er schon auf sehr gute Minentreffer einfach setzen. Sonst wird es schwierig. Er muss die Medivacs rausnehmen mit den Mutalisten. Schön gemacht noch von Marine Lord, der jetzt wieder rauspusht. Und jetzt ist da ein guter Baneling-Treffer auf jeden Fall dabei. Und die Mutalisten kommen. Und das sind jetzt zu viele, auch zu viele Truppen. Bly kriegt das Ganze abgeräumt. Marine Lord läuft einfach zu unbedarft raus, hatte nicht diesen Vorteil, den er eben hatte. Und das klappt diesmal eben nicht so einfach. Versucht auch noch seine Medivacs zu retten. Zumindest 2 kann er hier noch mit rausziehen. Ja, das war nicht ganz so gut. Bly gefällt es auf so einer großen Map offensichtlich wesentlich besser als auf diesen Maps mit kurzer Distanz, wo er dann jedes Mal Angst hatte, dass Marine Lord auch pushte und Prügel bezog dann letztlich auch. Jetzt kommt das Infestation Pit, jetzt auch das zweite Tech-Upgrade. Also Bly bleibt hier natürlich nicht unendlich lange auf Mutas, das ist ihm auch klar. Aber er holt noch weitere davon. 18 Stück plus 4. Ja, und wenn er hier immer die Minen rausnehmen kann, dann wird es natürlich schwierig da mit der Abwehr. Also man könnte natürlich über ein Tor nachdenken, aber das würde die Mobilität ziemlich eingrenzen. Ja, 3-3 Upgrades direkt angedrückt von Marine Lord. Also klar, das Spiel ist noch nicht entschieden. Da würde ich keinen der beiden wirklich abschreiben. Vor allem nicht Bly, der in dieses Spiel wesentlich besser reinkommt. So nach dem Motto, jetzt erst riecht tatsächlich, kommt hier der Tor. Hive-Tech. Einfach, weil das hier zu riskant ist mit dem Mutalisten. Er muss jetzt weitere Turrets holen, weil die Bedrohung sehr, sehr groß ist. Vor allem, wenn er hier mit den Marines rausläuft. Und da kommt einiges an Lingen, einiges an Banelingen. Da sind aber die Turrets und die Marines gerade weggewandert. Da müssen jetzt ein paar nachkommen, die kommen allerdings spät. Nimmt die Turrets raus, dazu bleibt er vorsichtig stehen. Er weiß nicht ganz genau, was er da machen soll. Also wieder konnte Bly hier gut zuschlagen. Jetzt wird der Druck erhöht, die Hatchery soll und muss auf jeden Fall fallen. Ja, hier kämpft er nicht ganz so gut, nicht ganz so effizient. Ja, da ganz klar Fehler bei Bly, Marine Lord kommt ran. Ist jetzt ebenfalls auf Zorn zu bleiben. Da sind einige Minen, ein wahres Minenfeld. Und die können richtig gut zuhauen. Da wird nicht geguckt, wo er
ob da irgendwas ist. Keine Linge vorweggeschickt. Direkt drauf mit der Direktarmee. Und das sollte man gegen die Minen auf keinen Fall machen. Trotzdem schafft es hier Marine Lord, beziehungsweise trotzdem schafft es Bly, dort eine Menge Schaden zu machen. Aber schaut euch das an. Schlechter abgetauscht bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt gibt's nochmal Medivacs. Und damit kompensiert Bly wieder einiges. Trotzdem, der Feind tat weh. Die Minentreffer saßen hier weitestgehend. Ja, erstmal schnell die ganzen Changelings aus dem Weg räumen. Tor mit am Start. Und damit wird es natürlich schwieriger. Der Ultralisk Kevin kommt eben meines Erachtens zu spät. Marine Lord mit der nächsten Basis. Hier konnte er Bly eine abluchsen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es mit dem Income bestellt ist. Ziemlich ähnlich sieht das aus. Bly natürlich mit einem massiven Gas-Income. Einfach weil er ja viele Mutalisten gebaut hatte. Adrenaline Lances, 3-3er Upgrades. Ja, aber Marine Lord tatsächlich im Army Supply vorne. Ja, der braucht natürlich auch nicht so Worker, weil, oh Gott, einfach mal die ganzen Overseer hier drüber gejagt. Das ist, wenn man dann einfach nur mit dem Move-Command quasi geht. Also einfach nur A-Klick in den Attack-Command, A-Klick hier in diese Richtung und dann, ja, die Overlords mit in der gleichen Control Group habt. Tore im Übrigen super gegen Banelinge. Rettet damit auch seine Mine. Im Prinzip, ja, hier kämpft sich Marine Lord nicht nur sehr gut zurück. Hier gibt Bly Spielanteile einfach aus der Hand. Und eben dadurch auch, dass die Ulis so spät kamen. Trotzdem 22 SCVs konnte er sich schnappen. In dieser Phase aber nicht mehr ganz so schlimm für den Terraner. Der hat hier 3 Orbital Commands. Da werden wahrscheinlich noch weitere mit dazukommen. Und jetzt kommen die Ulis, aber diesmal hat er die Upgrades dafür. Diesmal ist es nicht so, dass er dieses Attack-Upgrade, was so wichtig ist für die Ulis, vor allem im Kampf gegen die Marines, nicht hat. Bly expandiert jetzt nochmal weiter, aber die Situation hat sich ganz klar zugunsten des Terrans momentan gedreht. Greater Spire aktuell auf dem Weg. Vor allem mit diesen 3-3er Upgrades, die Bly ja auch später hatte. Ja, aufgrund des späten Hive-Tags. Rollt hier nochmal drüber, aber das war, oder das ist wieder gut teuer. So viele Marines hat er gerade nicht bekommen, wie er eigentlich wollte. Das heißt, die Hauptstreitmacht steht noch. Man sieht 68 Marines. Ja, da muss er eben mit Ultralisk Infestor arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ah, auch diese Hatchery vor allem weg da vom Highground. Da hat der Silkspiel natürlich einen Vorteil. Jetzt geht's nochmal rein. Schöner Fangel! Und da kann er natürlich dann nicht einladen. Und dieser Fangel sorgt dafür, dass Bly hier richtig aufräumen kann gerade. Auch wenn die Upgrades hier gerade noch nicht durch waren, aber dieser Fangel könnte hier durchaus zur Entscheidung des Spiels beitragen. Mir gefällt der Sensor Tower vom Marine Lord. Damit hat er große Teile des Spielfelds gerade im Blick. Er hat auch hier einen Wall, dass da nicht einfach Banelinge reinrollen oder mehr. Der Marine hat schon eine Menge Munition verschossen, aber die Hatchery bekommt er dafür nicht. Er hat gut Hitpoints drauf bekommen. Na, den Zerg-Spieler daran hindern, die fünfte zu nehmen. Das ist gerade so ein bisschen das Ziel. Es kommen Brutlords mit dazu. Der Terraner nämlich auch ohne Vikings. Und vor allem die Brutlords profitieren ja genauso auch von den Upgrades. Durchaus sinnvoll die Ergänzung als Finisher-Move. Denn was Mobilität angeht, ist das hier deutlich schwieriger. Also da muss er aufpassen. Aber um jetzt den Terraner vielleicht zu finishen, denke ich auf jeden Fall eine Idee. Fünf Broodlords, die da gerade gemorpht werden. Bam, und auch den Drop wegbekommen. Also hier sieht es jetzt wieder sehr gut im Übrigen aus für Bly, Marine Lord. Er wird langsam vielleicht ein bisschen hektisch, hat die Minen da auch alle an einem Fleck eingegraben, was nie so gut ist, gerade wenn Banelinge rollen. Da muss man aufpassen. Überhaupt, durch die Tatsache, dass er jetzt keine Vikings hat. Er weiß auch noch nichts von den Brutlords im Übrigen. Also er hatte das bisher noch nicht ja doch, wobei, das muss er eigentlich wissen, dass hier ein Greater Spire steht. Vielleicht nicht ganz realisiert, aber das wäre hier schon ein herber Schnitzer, würde ich sagen. Er holt jetzt einiges an Marauder, was er machen muss wegen der Ultralisken, aber die Marauder können nicht in die Luft feuern und das ist halt das Ding. Das ist das Problem, was er gleich
haben wird. Deswegen von Blei durchaus intelligent. Vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, hier beides hinzuzufügen, beide Tier-3-Armeen, dann kann das schon sehr, sehr stark sein. Schaut euch das Army-Value an. Blei ganz klar vorne im Army-Value. Vor allem im Gas. 8000, 5000 hier. Ja, da hilft das Army-Supply wenig. Hier, ja, die Kosten sind natürlich massiv von dieser Zerg-Armee, die jetzt sehr, aus sehr vielen Tier-3-Units im Übrigen auch besteht. Sehr schön den Drop abgefangen. Und dann versuchen die Brutals hier über eine gute Position zu kommen. Und die Vikings gerade im Bau, 4 Stück, aber eben noch nicht fertig. Blei sollte jetzt den Kampf suchen und nicht einfach nur die SCVs da mitnehmen. Das Problem ist nämlich, wenn hier die Vikings fertig produziert werden, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, vor allem wenn noch ein paar mehr kommen. Blei lässt es langsam angehen, lässt dadurch Marine Lord allerdings auch so ein bisschen Zeit darauf zu reagieren. Er will es halt besonders sicher machen. Er will ja die Minen alle aus dem Weg räumen zuvor. Er will... ja, nicht in dieser Engstelle kämpfen, was ich durchaus verstehen kann. Aber dadurch sind jetzt auch die Vikings da und er wird gezwungen quasi zu kämpfen. Jetzt der Kampf! Marine Lord ist zwar gut gesplittet, aber das ist sehr viel, was Blei hat. Die Mutalisten mit der Zooting Drop dazu stelle und da wird einfach mal die komplette Terranische Armee gefangelt. Wie das Supply jetzt droppt von Marine Lord. Keine Chance auch mit den Vikings alle Brutlords zu bekommen. Der überlebt hier knapp mit 17 Hitpoints. Er kriegt den Tor easy raus und jetzt, das ist der Anschluss. Schnell noch die Eier geworfen und dann fällt auch der Viking, der nächste, dank der Mutalisten. Planetary Down, Produktionsgebäude, GG, 1:2, Blei kommt wieder ran. Ja, das war gut gespielt von Blei, weniger gut von Marine Lord, dem diese große Map scheinbar so nicht ganz liegt. Ja, das hat er ja, oder das hat ihn da so ein bisschen aus dem Tritt gebracht, war deutlich passiver, ja, als zuvor, hat Blei machen lassen, ja, und der hat das natürlich genutzt, der hat genutzt, ja, machen wir doch einfach mal, expandieren wir, beziehungsweise bauen uns dann die Traumarmee auf, holen alle Upgrades, die wir brauchen und. Und ich sehe gerade, der Joel Tylen, der hat mir auf jeden Fall geschrieben, er sagte, Magi aufs Ei. Also, ich bin nicht alleine. Finde ich gut. Ja. Hätte mich auch schon so ein bisschen gewundert, mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, meine Freunde, schaut auf jeden Fall auch meinen YouTube-Videoblog an. Ein paar tolle Informationen. Schaut euch auf jeden Fall auch das Gewinnspiel an. Könnt gewinnen einen wunderschönen ISO-Monitor mit 240 Hertz, was schon massiv gut ist. Sagt auf iso-cup.com. Ja, und natürlich gibt es auch Neuigkeiten aus dem Hause Wildfire. Ja, dazu am besten mal mein Video anschauen, was ich heute auf YouTube gepostet habe. Ja, es lohnt sich. Da könnt ihr nämlich jetzt ab heute auch Anteile erwerben, quasi, wenn man denn so will. Deswegen... und da mal drauf schauen. Ja, Link habe ich auch im Übrigen auf Facebook gepostet. Genau. Eier. Wir brauchen Eier. Unfassbar. Horn, Dota oder Heroes of the Storm? Oder ist das nichts für mich? Also ich habe Dota 1 ein bisschen gespielt, um ehrlich zu sein. Da mit Queen of Pain immer gerockt. Seitdem ich StarCraft spiele, aber dann mit diesem Genre relativ wenig am Hut gehabt. Letztlich, also, ja klar, man hat jedes Spiel auch mal angespielt, also das durchaus, ja. Also ich teste immer, bevor ich nörgel. Das auf jeden Fall. Aber so wirklich vom Hocker gerissen, also bei Dota 2, wenn ich aussuchen müsste momentan aus League of Legends und Dota 2, würde ich eher Dota 2 nehmen. Auch weil die halt so geile Observer-Features einfach haben, das ist unfassbar geil. Ja, das wünsche ich mir für StarCraft 2 auch. Habe ich auch direkt nachgefragt beim Interview zu Heroes of the Storm, was ich hatte. Und da sagte man mir, planen wir auch für StarCraft. Und ich so, ja, Jungs, ihr seid die geilsten. Ja, auch das Interview findet ihr natürlich auf mystarcraft.de mit Chris Sigetti. Ja, wo er mir sagte, ja, alles, was wir da, weil es gleiche Engine ist, was wir so für Heroes of the Storm machen, machen wir auch für StarCraft 2 quasi. Dachte ich so, sehr gut. Aber ansonsten, ja, Heroes of the Storm hat mich auf jeden Fall auch interessiert. Oder interessiert mich auf jeden Fall auch. Und vor allem der Cinematic war massiv geil, den ich mir da angeschaut habe. Auch den habe ich hochgeladen im Übrigen. Also der Cinematic, der muss ich schon sagen, richtig, richtig fett.
Gut, wie sind wir bitte aufs Thema Ostereier gekommen? Keine Ahnung, ich glaube, das ging um Magie. Irgendwas in der Richtung. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr immer auf die Themen kommt, ehrlich gesagt. Also ihr seid da total, ich weiß nicht, der Twitch-Chat ist immer, hat gute Ideen, ja, hat gute Ideen. Und, ne? Ihr wisst schon. 4 Millionen Preis mal. Thema auf jeden Fall, ja. Eine Umfrage zu Magie aufs Ei. Weiß nicht, ob sich das, das lohnt. Ah ja. Herrlich. Nee, schaut euch auf jeden Fall mal den Heroes of the Storm Trailer an, der ist auch fett. Das, also wenn ich in dieses Genre einsteigen würde, wahrscheinlich mit diesem Spiel, einfach weil es auch StarCraft-Universum ist, also Blizzard-Universum quasi. Und weil ich den Trailer auch einfach verdammt geil fand. Ehrlich gesagt. Also der Trailer, richtig gut. Hatte ich, aber das hat Blizzard hier eh drauf, ja. Trailer und solche Geschichten, das können die. Auch ein ganz, ganz großer Vorteil an der Stelle. Zip, zrup, dip. Ja. Blei, was ist da los? Guckt sich vielleicht gerade noch, ja, guckt sich nochmal das Replay an. Deswegen kurze Pause nochmal. Und dann sind wir wieder da mit dem ISO Cup. Hier 1400 Euro Preisgeld und eure Chance, einen Monitor zu gewinnen. In diesem Sinne, Jungs und Mädels, bis gleich. Au Mann, ohne Scheiß. Es ist so geil, wie Leute wirklich auf Spiele abgehen. Also ich meine, ich finde es geil, dass euch alle oder dass uns allen Computerspiele so am Herzen liegen. Und ich muss sagen, für mich, ja, ist, Alter, was ist denn da schon wieder los? What the fuck? Jetzt spinnen aber die Lobbys. Ja, also werden wir nochmal ein Regame machen. Hä? Schon, sonst werde ich einfach gleich mal StarCraft 2 neu starten. Ja, auf jeden Fall, wie die Leute auf ihr Spiel abgehen. Für mich ist StarCraft 2 das geilste Spiel. Aber ja, im Prinzip hat da ja jeder so ein bisschen seinen Favoriten. Warte, ich kümmere mich gerade, oder wartet mal gerade, ich kümmere mich gerade nochmal ums Spiel. Ah, sehr gut. Läuft. Genau, also für mich StarCraft am besten, aber natürlich gibt es jede Menge andere Spiele. Es ist, wie die Leute auf sowas steil gehen. Beispiel. Ganz krass ist es auch in der Shooter-Szene mit Battlefield oder Call of Duty, ja. Oh, wie sich die Leute streiten. Natürlich ist das, was man selber immer spielt, immer das Beste. Genauso wie PlayStation oder Xbox. Oh, was ist besser? Immer das, was man selber... Also es ist immer so, ja. Das, was die anderen machen, ist Müll. Das, was man selber spielt, ist das Beste. League of Legends, Dota, genau das Gleiche. Wenn man League of Legends Spieler sagen, natürlich ist League of Legends besser und Dota scheiße. Dota Spieler sagen natürlich, Dota ist geiler und League of Legends scheiße. So, was ich nicht verstehe, warum muss eins immer besser sein als das andere? Warum kann man nicht sagen, beides ist geil? Ja, warum kann man nicht sagen, Jungs, es sind beides gute Spiele, die beide funktionieren und offensichtlich auch nebeneinander existieren können, wie ja gerade die Praxis zeigt. Also beide Spiele existieren nebeneinander. So, gleiches mit Heroes of the Storm. Ja, es ist, funktioniert komplett anders, genauso wie Dota und LoL komplett anders funktionieren. Also ich weiß ja nicht, ich setze mich mit, also ich arbeite ja Vollzeit im E-Sports, hauptsächlich eben an StarCraft 2. Ab und zu mache ich auch mal was anderes, aber man informiert sich doch, man redet doch mit Kollegen. Und in diesem Sinne ist es, wie soll ich sagen, LOL hat zum Beispiel kein Creep Deny, ja, solche Geschichten zum Beispiel nicht. Was bei Dota im Übrigen sehr, sehr wichtig ist, ja, dass du Creep Deny, um das mal zu erklären für LOL-Spieler, die das jetzt zum Beispiel nicht wissen, dass du dafür sorgst, dass du quasi deine eigenen Minions oder deine eigenen, deine eigenen Menschen damit angreifst, um dafür Sorge trägst, dass dein Gegner sie nicht last-hitten kann. Das funktioniert bei LOL zum Beispiel nicht. Es sind halt so ein paar kleine Feinheiten, ja, die diese Spiele unterschiedlich machen.
Wobei die, also gerade auch was Items zum Beispiel angeht, wobei natürlich gerade Dota und LoL relativ ähnlich sind, zur Erklärung im Übrigen, alles angefangen mit diesem Genre hat im Übrigen eigentlich erst mit StarCraft, also mit StarCraft 1, Brood War, da war es eine Map, richtig populär geworden ist es dann mit Warcraft 3, wo Dota dann zu E-Sports-Disziplin wirklich wurde, Dota 1 mit Warcraft 3, also ursprünglich über Blizzard-Plattform. Blizzard hat aber nie ein eigenes Spiel rausgemacht. Das haben sie zugegeben, vielleicht ein bisschen später erkannt, aber jetzt wollen sie ja Heroes of the Storm als Free-to-Play-Titel machen. Und wo nochmal die Unterschiede sind. Heroes of the Storm wird im Übrigen als, also wird ganz anders funktionieren, weil du da kein Last-Hit hast. Also Last-Hitten brauchst du da nicht. Du brauchst keine Last-Hits farmen, was bei LoL und Dota super wichtig ist, weil du sonst nicht an Gold kommst und so einen riesen Vorteil hast. Machst du bei Heroes of the Storm nicht. Da hast du zum Beispiel XP und Gold über die ganze Map. Was da viel wichtiger ist, du hast erstmal so verschiedene Skill-Möglichkeiten. Hast du zwar in gewisser Weise mit LoL und bei LoL und Dota auch, wobei am Ende aber du, wenn du auf einem hohen Level hast, all deine Skills auf die gleiche Stufe hast. Weil du dann hast du einfach alles hochgeskillt. Ja, da unterscheidest du dich dann nur noch von den Items, wie du es vielleicht ein bisschen spielst, aber im Endeffekt ist das schon mal ein großer Unterschied bei Heroes of the Storm und zum Beispiel Türme werden sowas wie Munition haben, was dich dazu zwingt, viel mehr auf der Map auch unterwegs zu sein oder viel, viel anders zu agieren, weil du ja die Munition dann bei den Türmen auch wieder aufladen musst, die feuern also nicht die ganze Zeit, solche Geschichten. Ja, oder noch viel mehr Möglichkeiten letzten Endes. Also das sind nur so ein paar Dinge, die anders funktionieren. Auch wird Heroes of the Storm sowas wie Belagerungs-Champions haben, die dann nochmal ganz anders funktionieren. Also im Prinzip komplett andere Games, Jungs. Aber natürlich ist es immer das Game besser, was man gerade selber spielt. Klar, ist nicht möglich, dass andere Spieler auch gut sind oder nebenbei existieren. So viel zum Thema zu diesen ganzen Diskussionen immer. Was ist das bessere Spiel? Also ich verstehe es nicht ganz, ja, dass man sich da immer so behaken muss. Auf alle Fälle, wir warten jetzt gerade noch auf Blei, dass es quasi weitergeht. Und dann sollte es auch gleich weitergehen. Nächster, der im Übrigen spielt, ist dann Grubby, ja, gegen den Gewinner aus Blei gegen Marine Lord. Dass ihr nur Bescheid wisst. Also, für das Restprogramm. Der Sieger hat 200 Euro sicher und spielt dann gegen Grubby. Der Sieger aus der Partie, Grubby gegen den Sieger daraus, also aus der Partie, spielt dann gegen, wie habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube gegen TLO. Genau, gegen TLO. Hat dann 400 Euro sicher, der Sieger aus dieser Partie, und gewinnt dann, spielt dann gegen Happy. Happy quasi der letzte Gegner und in diesem Best of 5 geht es nochmal um 500 Euro, also jede Menge Geld, die heute den Besitzer wechseln werden. 1400 Euro insgesamt und natürlich besteht auch noch die Möglichkeit eines All-Kills. Geiles Turnier und was zu gewinnen gibt es auch, nämlich für euch einen fetten Monitor. Schaut vorbei auf iso-cup.com für weitere Informationen. Dort einfach aufs Raffle klicken oder ihr geht im Chat, Ausrufezeichen Raffle, Enter. Ich habe ihn ja auch gerade vor mir stehen im Übrigen. Und in diesem Sinne 240 Hertz. Schon ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Ja, weiter geht's also. Auf Polar Knight sehen wir auf der 6 Uhr Position von Team AAA Marine Lord. Und auf der 12 Uhr Position von Team Acer Blei. Das wird geil. 1:2 der Stand momentan zwischen den beiden. Und Marine Lord, ja, im Prinzip mit der Barracks ein wenig versteckt. Da spielt er gerne mal diesen Cheese. Also im Vorfeld wurde schon gewitzelt, wann er im Endeffekt 11-11 Rack spielt. Ist es in dem Fall jetzt nicht. Man sieht ja bei 13, aber trotzdem Double Proxy. Ohne Gas, also keine Reaper. V4
Wie wird Bly darauf reagieren? Er spielt selbst die Hedge First. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist dagegen. Also das kann man durchaus abwehren. Ist mit dem Overlord unterwegs, aber dann wird ihm auch sehr schnell aufpassen, dass da was fehlt. Wobei jetzt man noch nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen muss. Es könnte ja theoretisch auch CC First spielen. In der Basis. Also das ginge auch. Aber spätestens jetzt gleich wird es ihm auffallen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Der nächste SCV, der unterwegs ist, den hier hat er auch schon mit dem Overlord gesehen. Und damit ist klar, okay, da wird Proxy gespielt. Hier ist schon direkt die Drohne, um den SCV abzufangen. Also wirklich was verschleiern kann er nicht. Die Marines unterwegs und die natürlich, ja, auch so ein Overlord, wenn man den bekommen kann. Könnte man jetzt dafür sorgen, dass der Gegner vielleicht schon in den Supply-Block gerät, lässt allerdings davon ab, will jetzt schnell da sein, um gegen diese Drohne hier klarzukommen und den Bunker hochzubekommen, was massiv wichtig ist. Jetzt kommen die ganzen Drohnen von Bly, hier soll natürlich geblockt werden und er zieht massiv viel ab, verliert einiges an Mining Time, aber das muss er machen. Kriegt den SCV nur ein Marine da, das ist natürlich zu wenig, er muss hier abbrechen, die Linge im Bau, er braucht Zeit. Wie weit kann er ihn rausziehen? Zack, das war's. Vielleicht so ein bisschen zu gierig, den Bunker direkt hier zu platzieren. Gleich sind die Linge fertig. Die schlüpfen gleich. Er schraubt, wird der Bunker fertig, dann kann das nochmal hässlich werden. Bly hinten mit dem Spike-Roller. Marine Lord natürlich vorsichtig. Und jetzt sind da nochmal Linge und Drohnen mit dran. Er splittet sich hinten weitere Linge. Und was ist da los? Spike-Roller im Bau. Der nächste, der direkt aus dem Game purzelt. Auf alle Fälle, hier geht es ab. Und das in so einer entscheidenden Situation natürlich ein Stück weit bitter. Also heute scheint Battle.net vielleicht ein wenig Schluck auf zu haben. So wie es scheint. Ah, never play on a patch day, heißt es doch so schön. Ja, und ich hoffe, ihr habt natürlich schon gut mitgemacht. Lagging now is quite bad. Die Frage, worauf das hier bezogen ist. Im Übrigen viele cheeren hier für Grabby. Jetzt geht's weiter. Und der Bunker noch nicht fertig. Da fehlt nicht mehr viel. Da ist noch ein SCV da. Die Marines zur Stelle. Bunker ist fertig. Jetzt kann er rein. Muss er rein mit den Marines. Eine Reichweite mehr und natürlich eine Menge Panzerung. Darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Bly muss zurück. Ist das jetzt schon das 3 zu 1? Der ist dran am Spike-Drawler. Und den kriegt er. Der war wichtig. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. 14 Drohnen, nur 3 schon verloren. Und jetzt wieder in den Bunker rein. Er hat dann noch den SCV und der kann noch reparieren. Es wird jetzt immer schlimmer. Jetzt tritt wieder dieser Schneeball, dieser Domino-Effekt ein. Die Marines vermehren sich auf wundersame Weise. Die Bunker auch und Bly hat das Spiel eigentlich jetzt schon verloren. Ganz bittere Pille hier. Und das sollte gleich vorbei sein. Nimmt dann die Edge raus. Wie will Bly das denn noch gewinnen? Er hätte da noch aggressiver vorgehen müssen. Der Bunker hätte nicht fertig werden dürfen. Marine Lord hat das sehr gut ausgeführt. Er hat die Verluste minimal gehalten, versucht minimal zu halten. Den SCV muss er hier nochmal zurückziehen. Er will hier natürlich den Brutlingen entgehen. Und im Endeffekt glaube ich nicht, dass hier der Lex so viel ausgemacht hat in dieser Phase. Da ist das Command Center im Bau und jetzt geht's hoch. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem. 200 Euro für ein Best of 5. Queen ist down und dann, ja, Marine Lord mit 3 zu 1 weiter.